Was gone, then everybody mourned. I'ma pick it up where it left off and respawn. It's like being reborn, eat the crack and drink wine. Hallo zusammen, hier ist der bärtige Björn und wir spielen heute Modern Warfare 3 und das ist Dead Man's Hand. Wieso spielt man noch Modern Warfare 3? Ich weiß es nicht. Ach ja, genau, weil es wirklich Spaß macht, Moabs zu kriegen und das habe ich heute mal wieder gemacht. Es ist Moab Gameplay Ground War Domination mit der P90 und ich bin wieder zurück, Boys und Girls, Boys und Pusher. Ich habe jetzt seit, ich glaube, fast einer Woche kein Video gemacht. Und das ist echt selten für mich. Ich weiß nicht, wieso ich kein Video gemacht habe. Irgendwie hatte ich irgendwie echt keinen Bock, eins zu machen. Besser gesagt, ich hatte sogar Lust, Videos zu machen. Ich habe sogar versucht, welche zu machen, aber die waren irgendwie, haben sie mir selber schon so richtig nicht gefallen. Ich meine, mich wundert es überhaupt, warum Leute mich anschauen, aber hey. Also warum 250 Leute mich abonniert haben, frage ich mich sowieso jeden Tag. Aber ich meine, wenn ich dann schon sage, hey, das kannst du echt nicht hochladen, dann lade ich es auch nicht hoch. Deswegen gab es 6 Tage kein Video, aber hey, ich bin wieder back in the hood. Und passend zum Call of Duty Ghost Reveal, zumindest vom Multiplayer, aber wisst ihr was, hey, es geht mir so auf den Sack. Ich sag, das ist, was ich zu Call of Duty Ghost zu sagen habe. Ich freue mich drauf, es wird bestimmt mega Spaß machen, alle werden sagen, es ist total scheiße. Das sind die drei Dinge, die ich zu Call of Duty Ghost zu sagen habe. Ihr habt bestimmt schon mehr als genug gesehen, es gibt nichts mehr großartig dazu zu sagen. Und ich bin so derbe angepisst immer, wie Call of Duty Ghosts einen mega Hype kriegt, jedes Mal, da könnte ich kotzen. Ich meine, ich finde es ganz interessant, so die Infos, das interessiert mich auch alles, ich habe es mir natürlich auch angeschaut, also nicht den Livestream, aber ich habe mir natürlich den Trailer angeschaut, ich habe mir schon ein paar Videos von Meinungen oder so Sachen, die nicht gesagt wurden, speziell, die halt dann in anderen Videos gesagt wurden, habe ich mir natürlich alles angeschaut, aber mich regt es so tierisch auf. Genau wie bei Fußball, so dass einfach Call of Duty, dass es nur Call of Duty gibt beim Zocken. Also was, das stimmt nicht, es gibt nicht nur Call of Duty, aber ihr wisst, was ich meine, das ist Call of Duty einfach, es geht nur um Call of Duty. Und das finde ich zum Kotzen, also, mein Gott, man kann es jetzt auch nicht vorwerfen, ich weiß nicht, wer das Video von Max FPS drüber gesehen hat, aber Call of Duty ist scheinbar ein echt gutes Spiel, die machen scheinbar echt richtig, was sie tun, ich meine, das sage ich jetzt schon seit Jahren, aber ich finde, es ist genau wie beim Fußball im Sport in Deutschland. Das ist brutal, wie zentral Call of Duty Ghosts ist. Und das finde ich schlimm. Genau wie Fußball in Deutschland. Hier so Randsportarten wie, also es sind eigentlich ja keine Randsportarten, aber in Deutschland sind schon Randsportarten wie Basketball, Eishockey, was gibt's denn noch? Handball. Mir fällt nicht mal genug ein, hier aufzuzählen. Volleyball. Was weiß ich noch alles. Ach, da kann ich mich drüber aufregen. Ihr könnt trotzdem mal Meinung zu Call of Duty Ghosts, da lasst mal, ich das doch interessant finde, wie das ankommt. Ich meine, ich weiß, alle werden sagen, es ist scheiße, aber lasst mal eure Meinung unten da, was haltet ihr davon? Und ich hoffe, dass ich es schaffen werde, mehr Videos in nächster Zeit rauszupumpen. 3 Minuten Moab, bin recht zufrieden damit. Damit bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, stutzen und nicht rasieren.